Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Yonder the Cloudcatcher Chronicles. Ich habe mir für heute wieder Dinge vorgenommen. Mal gucken, ob wir sie hinbekommen werden. Ich möchte nämlich gerne endlich meine ganzen schönen Höfe mit ein paar Tierchen ausstatten. Das letzte Mal habe ich ja schon hier ein... Was war's? Ein... Nach so ein kleines Bibertierchen. Da hinten ist einer. Hier, so einen süßen. So einen Squumble, genau. Einen süßen kleinen Squumble und einen Wühlfuchs mir geschnappt und oben auf unseren Hof gebracht. Diesmal würde ich ganz gerne mein Glück nochmal mit einem Seidenfuchs oder was? Doch, es war nämlich ein Seidenfuchs. Versuchen und außerdem mit Fabbits. Jetzt gehe ich aber noch einmal hoch und schaue, ob wir alles hier haben. Und ich würde ganz gerne gucken, ob wir nicht tatsächlich einfach jetzt nach und nach die Region durchgehen können, damit wir das Kirin suchen können. Ich weiß, wir kriegen ja immer Zufriedenheit, wenn wir Quests und sowas lösen. Ich fürchte, bis ich die Kätzchen alle gefunden habe, wird es noch eine ganze Weile dauern. Aber das muss ja noch nichts heißen. Hier haben wir auf jeden Fall Sachen in der Kiste, das ist gut. Ein Stein. Ja, danke. Besser ein Stein als nichts. Aber da oben sind unsere beiden, oder? Ja, da ist unser Füchschen und unser Squumble. Hallo. Ja, ich nehme die jetzt auch nicht mehr mit auf Reisen. Einfach, weil ich fürchte, dass wir dann mehr Schwierigkeiten haben, gewisse Dinge zu bekommen. Ich würde allerdings gerne hier oben noch ein paar Sachen weiter anbauen. Eventuell Bäume aufstellen oder auch Felder. Da wissen wir inzwischen auch, dass wir das können. Und theoretisch auch herstellen können, wenn wir hier... Nee, hier? Hier sind, ja, ein Gartenbeet. Da fehlt uns Wasser. Und ein Holzbogen. Ach du je. Ein Holzbogen fehlt uns. Und das Ding hier. Das können wir... Brauchen wir auch einen Holzbogen. Für den Holzbogen können wir aber eigentlich ziemlich leicht herstellen. Brauchen wir noch ein Schreinerset? Dann können wir auch noch einen Holzbogen herstellen. Jetzt fehlt uns hier ein Schreinerset für und vermutlich noch ein Schreinerset. Jetzt bräuchte ich wieder Holz. Und ein Holzbalken noch und nochmal Holz. Ach du je. Okay, ich brauche nochmal ein bisschen Holz. Ich würde mal sagen, ich werde einen Baum fällen irgendwo. Darum komme ich gerade nicht rum. Ich könnte ja nochmal ein bisschen... Ich höre hier gerade Dinge im Hintergrund. Bin mir gar nicht sicher, ob das Spiel ist oder ob meine Nachbarn mich mal wieder mit Geräuschen erfreuen. Ich habe es ja schon mal gesagt, die sind gerade irgendwie permanent am Renovieren. Seit die Nachbarn auf der anderen Straßenseite eingezogen sind, ist wirklich ständig irgendwelche Bauarbeiten. Ich verstehe den Wunsch, sich sein Heim schön zu machen, aber ganz ehrlich, das ist wirklich anstrengend. Denn das ist jetzt schon seit über einem halben Jahr, dass ständig es irgendwo rumpelt und rattert und... Also ganz furchtbar. Ich gönne es ihnen, dass es hinterher schön ist, aber... Ich würde mir auch mal wieder gönnen, dass ich nicht jeden Tag zu jeder Zeit, außer abends, irgendwelche Bauarbeiten höre. Was ist das? Das ist, glaube ich, der Samen für genau diese Baumsorte bei gewesen. Aber wir bauen hier trotzdem so einen mysteriösen Samen an. Jetzt müsste ich eigentlich die Beete hier anbauen können. Und wir haben ja jemanden, der sich hier um unsere Tierchen kümmert. Von daher alles gut. So, wir bauen hier an, beziehungsweise bauen hier zusammen mit dem Konstruktionsding ein Gartenbeet. Da brauchen wir Wasser für. Okay, mal gucken, ob wir irgendwie Wasser... Ein Hain, den wollte ich herstellen. So, also zuerst einen Hain herstellen, wenn es geht. Kann ich den auch nochmal herstellen, nur so neugierigerweise. Nummer eins, zwei. Ich würde gerne noch einen weiteren Hain gleich herstellen. Ich brauche nochmal Holz... Bögen. Nochmal zwei Holzbögen hätte ich ganz gerne. Denn ich würde auch gerne... Kann ich Wasser irgendwie herstellen? Ja, Wasser kann ich auch herstellen. Aus Lianen. Ich würde nämlich gerne auch gleich zwei unserer Gartenbeete herstellen. Jetzt brauche ich wieder ein Schreinerset und eine geformte Planke. Dafür brauche ich normale Planken. Nein, Planken schon wieder. Na gut, wir haben erstmal, was wir brauchen. Wir haben einen Hain und wir haben das andere, das Gartenbeet. Um die Planken kümmern wir uns dann gleich.
Die können auch nicht so fern sein. So. Was kann ich denn hier Hübsches bauen? Da, ein Gartenbeet könnte ich zum Beispiel hier aufbauen, da vorne. Da sieht es doch gut aus. Ein Gartenbeet. Und außerdem hätte ich ganz gerne einen Hain gebaut. Und zwar direkt daneben, wenn es geht. So. Jetzt werden wir hier noch Bäume anpflanzen. Ich würde sagen, da nehmen wir... Wir nehmen da einfach auch die Samen, wo... Wir lassen uns überraschen, was hier Schönes wachsen wird. Und hier müssen wir wieder andere Dinge anbauen. Da müssen wir mal gucken, was wir da anbauen könnten. Ich würde sagen, wir nehmen wieder Kräuter, Kartoffeln, Beeren, alles Mögliche einfach. Das war das Falsche. Ich wollte eigentlich an meine Lagerkiste. Wo ist denn die? Das hier ist die Vorratskiste. In der kommt, die kommen Sachen rein, die wir... Genau, die Inventartruhe ist es nicht. Die muss woanders sein. Ah, die war hier hinter, halb hinter dem Squumble-Stall versteckt. Genau, hier ist unser Inventar. Dann gucken wir doch mal, dass wir unsere Samen finden. Dass ich ein bisschen was anbauen kann tatsächlich. Blaubeersamen. Ich nehme die erstmal alle mit. Rotbeerensamen. Kräutersamen. Was haben wir noch? Aliora-Samen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Kartoffelsamen finde ich auch ganz gut. Okay. Ich glaube, das reicht auch schon mal. Und ich lasse die jetzt dann auch in meinem Inventar. Was bauen wir hier denn einfach an? Ich würde sagen, wir bauen Kräuter dreimal an. Das waren diese hier. Dann haben wir hier dreimal Kräuter. Dann könnten wir noch anbauen Kartoffeln. Und wir könnten dann noch dreimal anbauen die Rotbeeren, würde ich sagen. Einfach nur, weil ich verrückt bin nach Erdbeeren. So, alles angebaut. Wir ziehen erstmal weiter. Denn ich wollte eigentlich... Oh, da haben wir schon wieder Sachen bekommen. Das ist gut. Holz und Steine. Jetzt wollte ich gerne eigentlich eventuell zu diesem Stein der Weisheit oder zu dem hier hinten laufen. Denn wir müssten auf diesen Hof hier kommen. Hier. Weil, beziehungsweise zu diesem Stein der Weisheit, denn ihr seht hier schon, nur 86% der Regionen sind glücklich. Und das können wir natürlich nicht so lassen, also laufe ich jetzt einfach direkt zu diesem Stein der Weisheit. Ich hoffe, das wird mir dann gelingen, mich da nicht allzu sehr ablenken zu lassen. Ich fürchte aber fast nicht, ich lasse mich immer ablenken. Und natürlich wäre es schön, wenn wir eine große Sammelkiste haben und nicht ständig unsere Höfe abklappern müssen. Damit wir überhaupt mal wissen, was wir alles haben. Denn natürlich, da werden jetzt Kartoffeln und Rotbeeren und lauter tolle Sachen auf uns warten. Oh, das Licht ist so hell. Und wir werden sie nicht ernten können, weil wir ganz weit weg sein werden. Macht aber nichts. Wir haben ja noch andere Höfe. Wir haben noch den Hof mit unserem Groffi und... Außerdem brauche ich Planken. Konnte man nicht hier ertauschen, oder? Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir hier Planken bekommen. Bevor ich komplett weglaufe. Da, wir kriegen hier nämlich Planken. Die nehmen wir mal alle mit. Kosten uns auch nur 16. Ich nehme auch gleich die geformten Planken und diese Holzplanken hier. Einfach alles Mögliche, was wir gebrauchen könnten. Kernholz, ich glaube, das brauchen wir für gewisse Sachen auch. So, das Ganze kostet uns nicht allzu viel. 76. Da werde ich doch sicher was dabei haben, was sich gut tauschen lässt, oder? Ja, zum Beispiel Erze. Nehmen wir doch einfach. Davon zwei. Dann sind wir bei 40. Davon eins. Dann sind wir bei 65. Boah, noch zwei. Das kriegen wir aber hin. Nehmen wir doch einfach zweimal Futter. So, fertig. Jetzt könnte ich nämlich auch gleich etwas herstellen, nämlich den zweiten Hain, den ich haben wollte. Das war der hier, oder? Ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob wir tatsächlich noch einen Hain haben. Ja, wir haben noch einen Hain. Oh, dann habe ich kein Gartenbeet mehr, kein zweites, oder? Dann wollte ich bestimmt noch ein Gartenbeet herstellen. Dann stellen wir jetzt hier ein Gartenbeet her. Jawohl. So,
Das war's schon. Und jetzt gehen wir tatsächlich zum Stein der Weisheit in der Hoffnung, dass ich durch den richtigen dann durchgehe und wir möglichst in der Nähe unseres Hofes landen. Ich könnte auch überall anfangen, die Bäume... Also ich werde natürlich überall die Bäume pflanzen. Das Problem ist natürlich, dass man sie nicht immer sehen kann. Man muss ja auch ein bisschen Glück haben, um einfach an der richtigen Ecke vorbeizulaufen. Hier zum Beispiel fehlt ein Baum. So. Ist da unten auch irgendwo einer? Nein, da fehlt keiner. 19 würden noch fehlen in diesem Gebiet. Und ich höre hier schon wieder Tierchen, glaube ich. Irgendwo hier hoch muss jetzt unser Stein sein. Irgendwo da oben. Ich hoffe, ich bin halbwegs richtig. Ich muss aber bestimmt nochmal höher. Ich muss natürlich nochmal höher. Aber wenn wir schon mal hier sind, bauen wir ein paar Sachen ab. Man kann nie zu viel Futter, zu viel Samen, zu viel Stein. Man kann eigentlich nie von irgendwas zu viel haben. Im Gegenteil, letztlich hat man immer von allem ein bisschen zu wenig. Da vorne kann es auch sein, dass wir da Planken herstellen lassen könnten. Na, wir werden es sehen. Es wird schon hinhauen. Die Fallen könnte ich auch endlich mal aufstellen. Und ich weiß nicht, was noch alles. Ah, was mir wieder entfällt. Ich wollte nämlich eigentlich... Ach nee, herstellen wollte ich. Ganz falsch. Ich wollte gerne Nackelfisch herstellen. Und ich wollte gerne Fleisch kochen. Ich wollte... Groffelmilch habe ich gerade nicht dabei. Das ist schade. Kann ich Zwirn herstellen? Ja, Zwirn kann ich herstellen. Bündelstöcke könnte ich auch herstellen. So. Wenn ich jetzt noch ein Bündel Stöcke herstelle. Und nochmal Zwirn. Das, und ich will unbedingt eine warme Groffelmilch machen. Ja, ja. So, mal gucken. War das hier, wo man... Ja, hier konnte man Planken herstellen lassen. Oder auch vermutlich kaufen direkt. Für relativ wenig. Für 36. Die gebogenen wären auch eine Idee. Perfekt. So, was tauschen wir denn dagegen? Ich habe... Geheimnisvolle Samen will ich aber nicht hergeben. Ich würde gerne 3 davon. 45, dann wären es 50. Nee, das wären dann 60. Uns fehlen jetzt noch 11. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir einfach 11. Denn Futter werden wir so oft schneiden. Tada, natürlich nehmen wir es an. Okay. Und hier muss auch der Stein der Weisheit ganz in der Nähe sein. Ich freue mich schon so. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich wollte ja schon die ganze Zeit alle möglichen Tiere haben. Und jetzt? Jetzt ist es so, dass wir nicht mehr die ganze Zeit hin und her laufen wegen Quest hier und Quest da. Und da nochmal schnell was gucken. Und hier müssen wir noch was schauen. Und ich glaube, den Stein erreiche ich sowieso nicht richtig. Dann würde ich fast sagen, gehen wir einmal zu diesem Hof. Und machen einen Umweg über diesen kleinen Hof. Und laufen dann zum anderen Gebiet. Aber ich bin gerade wild entschlossen. Einfach so eins nach dem anderen. Während ich gerade noch so viele... Während ich versucht habe, der Story zu folgen, war ich jetzt nicht so drauf aus, die ganzen Höfe zu füllen. Und dafür habe ich jetzt umso mehr Lust, eben diese Kleinigkeiten zu machen. Du bist ein... Du bist kein Fabbit. Auf die freue ich mich auch schon so sehr. Wenn ich mir mein eigenes kleines Fabbit halten kann. Und die Fenicorns, auf die freue ich mich auch schon. Da muss ich mal gucken, was die Fenicorns gerne essen werden. Manchmal laufe ich ja auch so rum und rede dann noch mit irgendwelchen NPCs. Ich sag ja, ich habe schon Fische gefangen neben dem Let's Play. Da kann es dann einfach sein, dass ich noch ein bisschen rumlaufe, weil ich einen Screenshot machen möchte, wenn er die Zeit nicht vergeht. Und dann kann es sein, dass ich noch ein bisschen mit den NPCs spreche oder... Oder eben angle, deswegen weiß ich manche Sachen, die so nicht im Let's Play vorgekommen sind. Also, ich bin ein sehr böser Mensch, wie man merkt. Ich gucke einfach schon mal Sachen an. Der Hof theoretisch müsste auch gut versorgt sein, weil wir auch für diesen hier einen... Für den haben wir doch auch einen Landarbeiter, oder? Nö, da ist nur unser Hoffi.
ist nur unser Groffi. Aber dafür haben wir da immerhin Groffelmilch. Gut. Was ich jetzt machen wollte, das war nämlich warme Groffelmilch herstellen. Machen wir am besten auch gleich zweimal. So. All die schönen Sachen einfach mal herstellen. Jetzt würde ich eigentlich auch gerne hier noch diese Dinger herstellen. Einmal ein... Was ist das denn? Eine Pflanzkiste. Geheimnisvoller Samen brauchen wir dafür. Und Kleber und Schreiner-Set. Für den Kleber bräuchte ich Wasser. Ich glaube, Wasser brauche ich für einiges. Ich könnte mal ein bisschen Wasser herstellen. Schade, dass man das nur aus Lianen machen kann. Futter wäre praktischer. Dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Ein Gartenbeet könnten wir herstellen. Mit Kleber und Holzbogen. Ich brauche ein paar Kleber. Machen wir einfach mal Kleber. Celiumblumen, die haben wir aber noch. Die liegen definitiv in unserer Kiste. Man sollte einen unendlich großen Rucksack haben. Da müssen wir nicht ständig Sachen hier rein und raus legen. Celiumblumen. Da sind sie unter anderem. Hier haben wir doch mehr als 14 davon, oder? Wir haben wirklich nur 14 Celiumblumen? Eieiei, ich dachte, wir hätten mehr. Okay. Dann würde ich trotzdem ganz gerne Kleber herstellen. Und ich würde gerne, dass ihr auch ein Schreiner-Set. Dann könnte ich jetzt einen Holzbogen, glaube ich, herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Schreiner-Set und noch einen Holzbogen. Und noch ein Schreiner-Set und wieder Holz brauchen wir. Aber ich glaube, Holz haben wir auch noch eingelagert. Und hierfür bräuchten wir... Da haben wir alles. Wir brauchen wieder ein Schreiner-Set. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Holz müsste ich jetzt aber wirklich noch haben, oder? Bitte sag mir, dass ich noch Holz habe. Bisschen Holz? Irgendwo? Wir haben echt kein Holz mehr. Das ist ja tragisch, dass wir kein Holz mehr haben. Wir haben auf jeden Fall noch bündelweise Stöcke. Ich kann mir schon denken, warum wir kein Holz mehr haben. Ich habe so viele Brücken gebaut. Okay, ich mache jetzt erstmal was anderes. Ich werde jetzt hier, wenn wir hier schon eine Weile sind, verteile ich jetzt hier einfach mal... Fallen. Die finde ich danach schon wieder und gleich werde ich einfach Bäume. 3, 4, 5. Machen wir hier noch eine hin. 6, 7. Ach, das waren sie das jetzt schon? Jetzt habe ich keine mehr. Okay. Das ist gut. Jetzt werde ich hier Bäume hacken. Und danach direkt natürlich auch wieder neue anpflanzen, keine Sorge. Aber ich brauche ein bisschen Holz. Und ich bräuchte dringlichst... Was habe ich noch gesagt? Ich glaube, Planken sollte ich erstmal genug haben. Aber vielleicht hätte ich mir noch ein paar mehr Planken machen sollen. Oder tauschen sollen. Ich würde mir auch gerne so eine Pflanzkiste machen. Wenn ich so ehrlich sein darf. So, jetzt wollte ich herstellen. Das kann ich eigentlich auch gleich hier machen. Herstellen. Ich brauchte noch ein Schreiner-Set auf jeden Fall. Und in meinem Ding hier gucken mal, was wir haben. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich habe einen Holzbogen. Ich habe noch nichts von den anderen Sachen hergestellt. Kann das sein? Wir haben wieder Holz und alles. Ich gucke. Aber ich glaube... Nee, ich habe noch... Doch, okay. Ich habe einen Hain. Ich brauche noch einen Hain. Einen neuen Hain würde ich gerne noch herstellen. Einen neuen Hain. Wunderbar, den kann ich jetzt herstellen. Sehr gut. Und für die Pflanzkiste fehlt eine geformte Planke. Schreiner-Sets fehlen dafür. Eine geformte Planke und jetzt das hier. Jetzt könnten wir nämlich hier noch eine Pflanzkiste herstellen. Und bald kann ich hoffentlich auch meine Fallen dann leeren. Aber erstmal gehen wir auf unsere Groffi-Farm hier und werden da Dinge aufbauen. Unsere Groffi-Farm. Als ob wir hier nur Groffels hätten, ne? Aber momentan haben wir ja tatsächlich nur das eine Groffelchen. So, wir bauen Sachen auf. Immerhin, je besser, je mehr wir hier aufbauen, desto
besser bewertet wird ja auch unsere Farm. So, da hinten ein Gartenbeet. Danach bitte noch ein Hain daneben. Da dürfen wir sogar, lassen wir einfach mal einen Abstand. Und dann hätte ich noch ganz gerne eine Pflanzkiste. Oh, die ist ja hübsch. Die hätte ich ganz gerne hier daneben. Hier. Die ist sehr, sehr hübsch. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas bringt, aber sie ist auf jeden Fall schön. Auch hier würde ich einfach ganz random Bäume einpflanzen und mich überraschen lassen, was draus wächst. Hier in der Pflanzkiste würde ich jetzt ganz gerne Blaubeeren haben. Rotbeeren, wenn es geht. Upsala, Rotbeeren. Und ich würde sagen, dann auch noch Kräuter nochmal. So. Perfekt. Unser Groffelein lieben wir einmal ganz kurz. Na du Schnuckelchen? Ja. Ich frage mich auch, welche Tiere wir hier in der Nähe noch haben können. Ich glaube, Grasfüchse sind es einfach nur, die hier noch sind. Und einen Grasfuchs haben wir ja, glaube ich, schon, oder? Wir haben einen... Ah, ich weiß nicht. Wir werden uns jetzt hier auf jeden Fall noch, glaube ich, einen kleinen Grasfuchs ansässig machen. Macht ja nichts, wenn wir davon mehrere haben. Aber dann ist Groffi nicht mehr so alleine, wenn wir noch einen Grasfuchs... noch einen Grasfuchs hier einziehen lassen. Was haben wir denn da? Das ist ein kleines Gehege. Perfekt, davon haben wir auch noch zwei. Und das kleine Gehege bauen wir einfach hier hin. Und da werde ich schon was finden, was ich einziehen lassen kann. Ich muss nur ein bisschen gucken, was wir hier so in der Nähe finden. Ich sehe auf jeden Fall viele Groffel. Und ich sehe, unsere Fallen füllen sich langsam. Ich werde schon ein Tierchen finden, das dann Spaß daran hat, auf unserer Farm mitzuleben. Erstmal Fallen lernen, dann sind die Dinger auch mal weg. So. Ich habe mir mein Fleisch immer ertauscht, aber... naja. Bevor ich jetzt immer und überall Dinge suche, die ist noch nicht voll. Da habe ich noch gar keinen Baum wieder angepflanzt, sehe ich gerade. Warum denn das nicht? Das geht ja gar nicht, dass ich das hier vergessen habe. Ich weiß auch nicht, ob ich an allen Stellen so klug die Kisten platziert habe. Es kann auch sein, dass aus manchen, dass die einfach zu nah beieinander waren und sich deswegen manche der Fallen noch gar nicht gelohnt haben. Aber im Grunde sind sie ja relativ schnell voll. Und habe ich hier gerade nicht einen Fuchs gehört? Habe ich hier nicht ein Füchschen gehört? Ich dachte, ich hätte das Bellen eines Füchschens vernommen. Und da ist auf jeden Fall noch eine Falle, die geleert werden kann. Und in Bälde sind es hoffentlich auch die anderen. Derweilen suche ich mal Fuchs. Ein Fuchsi. Es kann auch gut sein, dass hier unten ein Fuchs irgendwo ist. So, da kriegen wir den Mineralien. Auch die werde ich irgendwann vermutlich in rauen Mengen brauchen. Aber erstmal hätte ich tatsächlich ganz gerne einen Fuchs. Art ist mir erstmal egal. Hauptsache, wir kriegen ein Füchschen. Also Art im Sinne von Farbe. Die Farbe ist mir ziemlich schnuppe. Hier sind viele kleine Groffis. Und wenig anderes. Das ist aber traurig. Das ist auf jeden Fall die erste Stadt, in der wir waren. Ich glaube, auf der Rückseite davon gibt es Grasfüchse. Die waren auf jeden Fall nicht so weit weg. Und es ist tatsächlich egal. Ich möchte einfach nur, dass unser Groffel nicht ganz alleine ist. Das ist gerade eigentlich mein Hauptziel. Ich möchte auf meinen Höfen möchte ich gerne jeweils zwei Tierchen haben, damit keins alleine ist. Ich möchte einen Landarbeiter haben, der sich gut um die Groffels kümmert und die anderen Tierchen natürlich auch. Groffel sagt sich nur so viel einfacher als alles andere. Und wenn es dann soweit ist, dann haben wir irgendwann sicher auch die Region alle auf über 95% glücklich. Und dann machen wir uns auf den Weg, das legendäre Kirinchen zu suchen. Jawohl. Aber erst suche ich einen Fuchs. Wir laufen mal hier so querfeldein.
Oder sind die gerade gar nicht da, weil es nicht ihre Jahreszeit ist? Das wäre theoretisch auch denkbar, aber eigentlich doch nicht für die Grasfüchse zutreffend, oder? Ich glaube, Grasfüchse sind relativ genügsam, was die Jahreszeit angeht. Ich glaube, die brauchen einfach nur irgendwie die richtige Ecke. Und die habe ich vermutlich gerade nicht hier. Lass mich jetzt mal einsammeln. Das ist ja genauso, wie ich mir mal nicht sicher war, ob die Samen zu jeder Jahreszeit droppen. Ich bin mir fast sicher, dass man viele der Tierchen unabhängig von ihren Jahreszeiten findet, wenn man die Ecke gefunden hat, an der sie leben. Und ich habe offensichtlich gerade keine Ahnung, wo ich die Füchse finde. Und finde das gerade ziemlich traurig und doof. Ich will doch nur ein Füchschen haben. Ich möchte bitte. Das muss irgendwo sein. Oder ich finde Kari irgendwo, die mir... Okay, bin nochmal rausgekommen. Alles gut. Die mir sagen könnte, wo welche sind. Erstmal gehen wir jetzt zurück zur Farm. Irgendwo begegnet uns dann schon ein Fuchs. Oder ich muss halt doch nochmal überlegen, ob ich meinen Stall nicht abreiße und es dann halt eventuell doch erstmal bei zwei Groffis bleibt. Dann müsste ich noch einen großen Stall bauen. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe mir jetzt in den Kopf gesetzt, dass ich einen Fuchs... Ah, und ich sehe, die Falle ist zu, die eine. Gut, und die andere auch. Drei Fallen hatten wir noch ausgelegt. Ich bin jetzt entschlossen, dass wir noch einen Fuchs finden. Also, es muss hier doch irgendwo in der Nähe sein. Ganz im Ernst. Da ist die eine Falle. Fell. Wo ist die andere? Die ist hier irgendwo. Und da ist sie schon. Und die dritte Falle liegt irgendwo praktisch mitten in der Pampa rum. So ganz attraktiv. Im Irgendwo. Da an diesem Ding. So. Nochmal Fleisch. Vermutlich haben wir schon wieder Dinge in unserer Kiste. Nee, wir haben... Doch, wir haben was in unserer Kiste. Ja, perfekt. Ein Groffelmilchlein. Aber Groffi, ich finde für dich noch einen Spielkameraden. Ich gebe noch nicht auf. Ich werde ein Füchschen finden. Zumal jetzt Frühling wird. Im Frühling sollte es ziemlich einfach sein, Füchse zu finden, oder? Ah, und gleich ist es... Das Gras sieht gleich schon wieder viel grüner aus, wenn Frühling ist. Im Winter ist alles so ein bisschen gräulich. Im Herbst alles etwas bräunlich. Ist hier vielleicht unten... Moment mal, das ist ein Fabbit. Das war vor allem die falsche Taste. Okay, warte, wir hatten hier doch Fabbits. Sind Fabbits groß? Fabbits sind groß, oder? Nein, Fabbits sind klein. Perfekt, aber ich sehe da unten Fabbit. Habe ich denn gerade das dabei, was Fabbits gerne mögen? Vermutlich nicht. Bei meinem Glück nicht. Nee, habe ich auch nicht. Okay, ich muss mal kurz an unsere Kiste. Dann hole ich einfach ein Fabbit auf den Hof. Das passt. Das ist perfekt. Alles ist perfekt, solange es ein kleines... Ein Fabbit und ein Groffel. Ist das nicht... Oh, ist das nicht zuckersüß? Ist die Vorstellung nicht absolut zuckersüß, dass die hier zusammen auf dem Hof sind? Okay, wir müssen auf jeden Fall nur das Richtige suchen. Ich bin sicher, das habe ich irgendwo. Ich könnte ein bisschen Futter mitnehmen zum Herstellen. Ich könnte auf jeden Fall Lianen mit mir rumtragen. Und noch etwas mehr Futter. Ich nehme auch gleich das Öl und alles mit raus. Und hier ist Schreiner-Set, das nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles eingelagert habe. Seide kann ich mitnehmen. Brauche ich bestimmt auch für irgendwas. Moment, ich werde es mal ganz kurz sortieren. Dann ist es, glaube ich, einfacher zu sehen, was wir eigentlich alles haben. Zahnräder nehmen wir mit. Und wir nehmen den Festivalsaft mit und das Öl mit. Weil ich die garantiert zum Kochen irgendwann brauche. Hier sind unsere Kleidungsstücke. Unser vieles, vieles Shampoo, das wir haben. Das Spinnrad nehmen wir auch mit. Aber ich habe wirklich... Habe ich wirklich... Hier ist noch Zwirn. Ich dachte, ich hätte... Ich habe doch... Den kann ich noch nicht ernten, oder? Ärgerlich. Ich weiß nämlich, dass Fabbits Kräuter mögen.
Ich möchte gerne. Jetzt habe ich davon echt keine mehr übrig. Das ist sehr, sehr tragisch. Buschel kümmert sich hier um die Tierchen und ich muss einfach noch ein bisschen geduldig sein. Und die Pflanzkiste ist, glaube ich, einfach nur zum hübsch Aussehen da. Was mich soweit nicht stört. Die Sauberkeit ist auf dem Hof. Nur die Produktion auf dem Hof ist nicht ganz so dolle, aber das kriegen wir auch noch irgendwann hin. Ich möchte ein Fabbit haben. Und ich merke gerade, die Zeit ist eigentlich schon wieder um. Aber ich mache jetzt einfach weiter, bis wir hier einmal wenigstens... Ich habe doch Kräuter angepflanzt, oder? Ich habe mir das nicht... Eigentlich ist Frühling. Es müsste doch relativ schnell wachsen. Ja, Kräutersamen. Das ist sehr gut. Daraus wachsen Kräuter. Wir müssen, glaube ich, einfach nur ein bisschen geduldig sein. Und dann hole ich uns ein Fabbit auf den Hof. Ja. Genau das werde ich nämlich tun. Dann hole ich uns ein kleines Fabbit. Na du Kiste, spuck mir mal Kräuter aus. Ja. Ich könnte derweilen eigentlich noch gucken, was wir für Quests haben für andere. Die Katzen. Freund des Anglers fehlt noch. Ich habe so eine lila Rex. Wir haben von den meisten außer den Sommerlangschwanz, aber den werden wir sehr wahrscheinlich tatsächlich nur im Sommer finden. Das Schneeschwänzchen. Wir haben einige Katzen, andere fehlen uns noch. Der Glanzsandschrein, da habe ich eine Ahnung, wo ich die Sonnenbrillen bekommen könnte. Stelle als Brauer für die jeweilige Gilde Sachen her. Brauer, was fehlt noch? Schneider fehlt noch. Bastler, Koch. Schneider, Brauer, Bastler, Koch. Was können wir denn als Brauer herstellen? Ich könnte ein Brauereisets erstmal herstellen. 1, 2, 3, 4. Was ist das? Feuerwasser. Stellen wir auch einmal her. Einfach, weil es Spaß macht. Außerdem... Oh, Tontöpfe brauche ich dafür. Alles klar. Auch Schneider fehlt uns noch ein bisschen. Da haben wir allerdings gar nicht so dolle Sachen. Wir könnten hier ein bisschen Nieten herstellen. Ein paar Lederstreifen. Ein paar Schneidersets. Aber ihr seht schon, das ist alles relativ langsam. Der Schneider geht allerdings. Wir brauchen ja nur... Oh, wir brauchen ja nur 1000 für den Schneider. Das heißt, ich könnte mal den Schneider abschließen. Während wir hier warten. Indem ich einfach noch ein bisschen davon herstelle. So. Der Leinenrucksack, der Ledertornister, aber ich glaube, die Sachen habe ich... Ich könnte kurz... Nee, Kurzwaren kann ich gar nicht herstellen. Dafür habe ich den Spitzenfisch nicht dabei. Pflaum. Na, wie viel ist noch bei unserem Schneider? Aha, wir haben den Schneider abgeschlossen. Den hier. Leo Löwenmel. Da wollte ich ja sowieso hin. Aber ich glaube, wir haben immer noch keine Kräuter, die wir ernten dürfen. Ich möchte doch aber nur einfach Kräuter ernten. Manu. Na gut. Dann ernten wir halt keine Kräuter. Dann gehen wir erstmal nach da unten. So arg weit ist es ja nicht. Dann können wir auch wieder zurücklaufen bei Zeiten und uns ein Fabbit entführen. Und ich glaube, das machen wir dann doch einfach nächstes Mal. Und ich warte jetzt hier und sammle noch ein paar Blumen und... Da ist ein Fuchs! Wir haben den Fuchs gefunden. Perfekt. Moment, ich hole mal kurz einen Fuchs. Ich wollte ja sowieso eigentlich einen Fuchs. Dann stellen wir da einfach noch ein Ding vielleicht für unser Fabbit auf. Hey du. Ich möchte dich gerne mitnehmen. Komm mit auf meinen Hof. Komm mit, mein Kleiner, komm. Na komm, komm. Wir haben noch einen Stall. Das heißt, ich stelle einfach noch einen auf. Ja, komm. Komm, komm. Kriegst auf halber Strecke, kriegst du noch mal was. Ja. Auf diesem Fleckchen kriegst du noch mal was. So. Futter darf er noch mal haben. Und jetzt nehmen wir ihn dann nämlich mit. Dann darf er nämlich hier einziehen und ich stelle einfach noch mal einen Stall für unser kleines Fabbit auf. Na komm. Putz, putz, putz. Putzi, putzi, putzi. Ja, ich möchte ihn bitte unbedingt adoptieren. Er ist so niedlich. Ich glaube zwar, ich habe irgendwo schon mal einen von dir adoptiert, aber das macht ja nichts. Jetzt stelle ich mal noch schnell unseren nächsten Stall auf und dann brauche ich auch wieder Sachen, um Ställe zu bauen. Aber das macht ja nichts. Wir haben noch ein Tiergehege in klein... Nein, weiterspielen bitte. Wir haben noch ein Tiergehege in klein, das werden wir jetzt auch nochmal aufstellen. Das kommt hier hin.
Und da kommt dann unser Fabbit rein. Sobald wir Kräuter ernten können, ein Fabbit dafür. Jawohl, ja. Ich finde es so schade, dass man die Tierchen nicht benennen kann. Aber für heute mache ich erstmal Schluss. Ich will nämlich nicht... Groffelchen, ich kann dich wirklich nicht entfernen, oder? Ich kann dich freilassen, aber ich kann dich nicht... Du machst Groffelmilch? Was macht eigentlich so ein Füchschen? Du machst bestimmt Holz, oder? Machst du Holz? Oder machst du Erde? Du machst Ton. Das ist ja schön. Okay. Gegen Ton wehre ich mich auch nicht. Brauchen wir für die Steinbrücken ganz, ganz viel. Ich bin ungeduldig, ich weiß. Okay, ich habe gesagt, ich gehe in Richtung unserer Schneiderstadt. Und da habe ich ja zum Glück auch das Füchschen gefunden. Und danach holen wir einfach... Danach holen wir einfach das Fabbit, das hier in der Nähe steht irgendwo. Aber erst das nächste Mal. Für heute bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir weiter Landwirtschaft betreiben und versuchen, Würmchen, und fleißig versuchen, unsere Höfe mit ein bisschen mehr Leben zu füllen, als sie bis jetzt schon sind. Momentan ist ja auf den meisten Höfen einfach nur, die sind einfach nur da, damit ich Lagerkisten habe. Ich glaube übrigens, ich muss eher so rumlaufen. Richtig? Ja, ist besser, wenn ich hier oben bleibe. Also, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und würde mich, wie gesagt, unglaublich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei Yonder, the Cloudcatcher Chronicles. Das Tagebuch haben wir schon 100-mal gelesen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.